hat mir schon von euch berichtet. Ihr seid offenbar genau rechtzeitig gekommen. Sieht fast so aus, Görling. Ja, hier ist alles abgebrannt. Zwerge sind da, Zwerge sind cool. Genau, rechtzeitig. Rechtzeitig wofür, Herr Görling? Wisst ihr vielleicht bei dem Namenlosen in diesem Tal, was beim Namenlosen in diesem Tal eigentlich vor sich geht? Wovon redet ihr genau? Nehmen wir mal die zwei. Ihr seid also auch dem Drachen begegnet, der hier Truhen von Derben bringt. Den Göttern sei Dank, dass der ehrenwerte Prinz Arum von Murolosch und seine Drachenjäger vor Ort waren, als der Drache angriff. Andernfalls wären wir jetzt sicher alle tot. Eigentlich hatte ich ja erwartet, hier Diplomaten aus Murolosch zu treffen, mit denen ich dann tagelang verhandelt hätte, um uns irgendwie einen Weg nach Murolosch zu verschaffen. Zwar können wir uns Prinz Arum und seine Männer Einlass in die Stadt verschaffen, aber sicher nicht, weil ich ihn Honig ums Maul spiere. Ich würde an dieser Stelle eure Hilfe benötigen. Wie genau kann ich behilflich sein? Es heißt, ihr seid bereits einmal dieser schrecklichen Bestie begegnet. Prinz Arum und seine Krieger sind ebenfalls gekommen, um die Drachen zu erschlagen. Zusammen kann es euch vielleicht gelingen und uns würde die Ehre erwiesen werden, nach Murolosch eingeladen zu werden. Doch der Weg zum Drachenhort führt durch einen Turm, dessen Schlüssel die Geweihten dieses Klosters hier vor langer Zeit verloren haben. Ihr müsst den Schlüssel finden, wenn ihr den Drachen erschlagen wollt. Nach meinen Studien glaube ich zu wissen, wo dieser Schlüssel ist, aber wenn das nur das einzige Problem in diesem Tal wäre. Erzählt mir genauer, was ihr alles wisst. Die dunklen Ereignisse nahmen erstmals ihren Lauf, als vor etwa 100 Jahren ein Kaufmann namens Eirich nach Talum kam und sich dort niederließ. Durch den Verkauf von Apfelwein machte er ein kleines Vermögen und war schon bald ein wichtiger Mann in der Stadt. Was jedoch niemand ahnte, der Mann war in Wahrheit ein Kommandant als skrupelloser Totenbeschwörer. Das wissen wir alle schon. Er studierte auf abartige Weise Leichen und verbrachte seine Nächte mit der Erforschung dunkler Magie. Allerdings führte er seine Forschung nicht in Talon selbst durch, sondern in einer kleinen Höhle nordwestlich von Brennsheim. Dazu sei gemerkt, dass es keine Beweise gibt, dass er seine Kräfte jemals bewusst zum Schaden anderer nutzte. Es war wohl der Durst nach Macht und Wissen um ihrer selbst willen, die ihn antrieben. Auf jeden Fall führte ihn seine Studie eines Tages zum Zwergentum und zu den Geheimnissen, die dieser verbarg. Bei den Pereinpriestern des nahegelegenen Perenzheim war der Kaufmann dagegen sehr angesehen und einer der Priester war wohl ein mitwissender Handlanger. Diesen beauftragte der Kaufmann schließlich mit dem Diebstahl der Steinscheibe, dem Schlüssel zum Turm. Doch vermutlich noch in der gleichen Nacht, als der Handlanger den Diebstahl ausführte, erlag der Nekromant der blauen Keuche. Vielleicht eine Strafe der Göttin. Seit damals fehlt von dem Dieb und der Scheibe jede Spur. Ich nehme an, dass der Geweihte die Scheibe in die Höhle brachte und dort seinen Meister nicht mehr lebend vorfand, sehr wohl aber dessen Kreaturen voller Unleben. Ihr solltet eure Suche in dieser Höhle beginnen. Ich zeichne sie auf eurer Karte ein, damit mögt ihr sie vielleicht leichter zu finden, aber seid vorsichtig. Ich lasse mich nicht schrecken, ich werde mich sofort auf die Suche machen. Ja. Gut, das sollte jetzt... Achso, wir sind bei den abgeschlossenen Questen. Der Weg nach Murolosch. Finde Gerling. Ich habe Gerling in den brennenden Überresten von Brennsheim getroffen. Ich kann vor Glück reden, dass er nicht bei dem Drachenangriff getötet wurde. Respekt der Zwerge. Ich habe Prinz Arum von Murolosch getroffen. Aber damit er mich in seine Stadt lässt, muss ich erst seinen Respekt erlangen. Ich soll ihm dabei helfen, den Drachen, der Brennsheim angegriffen hat, zu jagen. Finde den Schlüssel zum Horn. Der Weg zum Drachenhorn führt durch einen alten Zwergenturm. Einst wurde der Schlüssel dazu den Geweihten von Brennsheim anvertraut, aber er ging vor einer langen Zeit verloren. Laut Gerling wurde er von einem abtrünnigen Geweihten geraubt, der ihn in eine Höhle in der Nähe des Heiligtums brachte. Offensichtlich fand der Dieb dort sein vorzeitiges Ende, also muss der Schlüssel auch doch dort sein. Ja, hier sind Drachentöter mit ihrer Armbrust, die sie einfach so mit sich rumschleppen. Hier ist der brennende Brennsheim, inklusive brennendem Baum. Sucht nach dem Schlüssel. Ich werde hier noch kurz verschnaufen und dann nach Talon reisen. Ihr findet mich dort im Wirtshaus. Okay, ich habe noch einige Fragen an euch, nur zu.
Was wisst ihr über den Mord an der geweihten Hesperia? Mord? Ich kenne die alte Geschichte, ihr Verschwinden, habe aber nie viel Bedeutung beigemessen. Aber jetzt, wo ihr es anspricht, scheint das gar nicht so abwegig. Sprecht am besten mit dem Pereingeweihten hier im Ort. Wenn ihr etwas zu dieser alten Legende sagen kann, dann jemand aus ihrem Kreis. Ja, wie habt ihr all das hier herausgefunden? Ich bitte euch, als Unterhändler ist es meine Aufgabe, immer gut informiert zu sein und Menschen dazu zu bringen, mir Dinge anzuvertrauen. Nach einigen Tagen wurde mir klar, dass ein Drache hier sein Unwesen treibt und mir ist die örtliche Legende der Drachentöter natürlich ein Begriff. Da habe ich ihm begonnen, einige Nachforschungen anzustellen. Der Rest sei mein kleines Berufsgeheimnis. Ja. Geheimrat Gerling. Der alles weiß und trotzdem ständig Hilfe braucht. Wie steht ihr eigentlich zu Prinz Arum von Burulus, Herr Gerling? Prinz Arum, Sohn des Arombolos, ist ein ehrenhafter Krieger und charmanter Galan, der noch lange leben möge. Oder glaubt ihr, ich werde als Unterhändler bei den Zwergen andere als die höchsten Worte für ihn finden? Im Vertrauen kann ich euch sagen, er mag euch etwas schroff erscheinen, aber die Angroschim sind nicht dafür bekannt, dass sie Fremden sofort vertrauen. Aber wenn ihr euch an seiner Seite beweist, werden wir einen wertvollen und loyalen Verbündeten gewonnen haben. Vielen Dank soweit für das angenehme Gespräch. Auf bald. Großlinge, Sie sind ungeduldig in Ihrer Wacht und vergesslich in Ihren Weisheiten. Nun zahlen Sie den Preis dafür. Ja, wir sind ja zum Glück auch ein Zwerg. Ja, was meint ihr damit? Es ist nicht lange her, vielleicht so 700 Jahre, dass ein Drache das Tal des Tadel terrorisiert hat. Mensch und Angroschum kämpften damals gemeinsam gegen die Bestie. Viele tapfere starben, aber am Ende fanden wir ihren Hort und das Untier fiel. Angaruschum Schorum Drosch. Als Erinnerung an diesen Tag bauten die Angroschim einen mächtigen Turm, der den alten Drachenhort bewacht sollte und den einzigen Zugang dort nicht darstellt, so man nicht wie ein Drache fliegt. Ein Pakt zwischen Menschen und Zwergen wurde für den Fall eines neuerlichen Drachenangriffs geschlossen. Das Tor des Drachenturms wurde durch einen Mechanismus verschlossen. Die Steinscheibe, die benötigt wird, um das Tor zu öffnen, verwahren die Priester dieses Klosters der Erdgöttin Perrein. Doch sie haben zugelassen, dass die Scheibe verloren ging. Das Wissen um den Turm schwand, die Wacht wurde von den ungeduldigen Menschen nach nur wenigen Jahrhunderten aufgegeben, der Pakt vergessen. Nun wütet wieder ein Drache in diesem Tal, wir Zwerge könnten nicht zu seinem Hort vordringen, um ihn zu stellen. Ich könnte die verlorene Steinscheibe für euch suchen. Du, und du glaubst wirklich, dass du dazu in der Lage bist, sie zu finden? Ich bin der erwähnte Streiter der Drachenquest des Hesinde-Tempels zu Ferdok. Ich habe diesen Drachen schon einmal gesehen. Seinerzeit floh er aus der Gefangenschaft eines Drachenkultes in der Festung zu Blutberge. Bei Angrosch Bart dahinter scheint mehr zu stecken, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Vielleicht könntest du uns auf unserer Jagd begleiten. Dieser Gesandte aus Ferdok, Gerding, behauptet zu wissen, wo die Steinscheibe ist, die die Priester der Perrein verloren haben. Sprich mit ihm, such die Scheibe und dann sehen wir weiter. Ich werde mit meinem Krieger noch etwas hier verweilen, die Feuer löschen und den Verwundeten helfen. Dann machen wir uns auf den Weg zum Turm. Der Eingang liegt nordwestlich von Talon. Wenn du die Scheibe gefunden hast, komm dorthin. Fortumballa Hortomosch. In Ordnung, aber bevor ich gehe, würde ich noch gerne etwas fragen. Nur zu. Ihr seid der Sohn des Bergkönigs? Ja, Bergkönig Arombolosch ist mein Vater. Er thront schon seit Jahrhunderten in den Hallen von Burulosch. Aber die Könige der Zwerge unterscheiden sich von den Herrschern der Menschen. Die königliche Familie dient ihrem Volk, nicht umgekehrt. Deshalb bin ich auch auf dieser Jagd. Ich kann von niemandem gerade nicht von unbedarften Großlingen verlangen, gegen die Bestie zu kämpfen. Ich habe noch andere Fragen. Erzählt wurde vom Murulosch, der Zwergenstadt. Es ist die Perle des Berges. Von außen wenig mehr als ein Tor. Im Felsen ziehen sich die Gänge und Höhen viele Meilen bis in das Herz Aventuriens. Lapplicht und Schmiedefeuer spiegeln sich auf Stein und brechen sich im Kristall. Vor den Wänden hallt das geschäftige Treiben der Angroschim wieder. Wenn wir diesen Kampf überleben, müsst ihr in die Hand von Mulrosch kommen und mich und meinen Vater besuchen. Ja, wenn du uns dann reinlässt. Wir haben noch andere Fragen. Wie wollt ihr den Drachen besiegen? Unsere Taktiken sind seit Jahrtausenden erprobt. Wenn das Biest durch uns geschwächt ist, gebe ich das Signal für meine Gefolgsleute.
Diese werden dem Drachen dann mit dem langen Drachentöterspieß den Rest geben. Da soll auch sein Abbild unsere Trophäenwaffen schmücken. Ich habe noch eine Frage, nur zu. Wie habt ihr von dem Drachen erfahren? Der Stadtrat von Talon wollte ja kaum wahrhaben, dass es eine solche gefährliche Kreatur gibt. Der Hohepriester der Angrosch in Moolosch, Xolgarax, hatte einen Traum, in dem er Talon in Flammen aufgehen sah. Wir haben vor langer Zeit einen Pakt mit den Menschen hier geschlossen, ihnen jederzeit wieder zur Seite zu stehen, wenn die schändlichen Drachenwesen ihre schuppigen Häupter wieder erheben. Also habe ich mich mit meinen engsten Kampfgefährten auf den Weg hierher gemacht, um die Bestie zu erlegen. Und so wie es aussieht, kamen wir keinen Augenblick zu früh. Das war vorerst alles. Danke, Prinz Arum. Dann reden wir mit dem Sohn des Aromboloch. Mit ihm Seite an Seite im Kampf gegen einen Drachen. Ach, wenn Ardo das noch miterleben könnte. Ja, wenn er das noch könnte. Okay, der Bibliothekar, der will mit uns nicht reden. Der heilige Baum in Flammen. Wie schlimm kann es noch über uns kommen? Ja, mit ihr können wir reden. Ich möchte mit euch über die geweihte Hesperia sprechen. Hesperia ist geschah wohl lange vor meiner Geburt. Sie verschwand eines Tages einfach. Kurz darauf war auch ein anderer der Geweihte des Flusses von Perenzheim wie vom Erdboden verschluckt. Es ist zu vermuten, dass sie beide zusammen geflohen waren mit einigen wertvollen Schwätzen unseres Tempels. Aber wie kommt ihr auf dieses Thema? Ja, die gestohlenen Gegenstände haben das Tal doch nie verlassen. Was verschweigt ihr, Ulinai? Ich habe die Tagebücher von Eirichs Urahn gelesen. Dieser Schuft hat seinerzeit Hesperia ermorden lassen. So hat es keinen Sinn mehr, die Wahrheit weiter vor euch zu leugnen. Ja, Hesperia wurde damals ermordet und auch die Geweihtenschaft wusste um diese schändliche Tat. Ihr müsst wissen, die Eirichs waren immer sehr zuvorkommend, haben Reparaturen bezahlt und unseren Apfelwein wirklich erst bekannt gemacht im Kosch. Seit über 100 Jahren plagt dieses Geheimnis die Hüter der Saat vom Brennsein. Warum haben sich die späteren Hüter der Saat nie dazu bekannt? Aus Angst. Der Wein und das große Interesse am Apfelfest ließ endlich Gold in die Klosterkassen fließen. Statt das Geheimnis zu vergessen, wuchs die Angst vor der Wahrheit und die Ermordung einer unschuldigen Geweihten und das Dulden eines Nekromanten wie Eirichs Urahn. Wir alle tragen einen Teil der Schuld in uns. Was wurde aus der Leiche? Ach, das ist das dunkelste und schlimmste Geheimnis der ganzen tragischen Geschichte. Der damalige Hüter der Saat leugnete jede Kenntnis von der Tat. Der Mörder aber vergrub Hesperias Leichnam in irgendeiner dunklen Höhle in der verlassenen Erzmine. Niemand traut sich dort in die Nähe, denn die ganze Gegend gilt als verflucht. Der Orden hat ein Verbrechen aus reiner Profitgier vertuscht. Um ihrer Seele willen könntet ihr zumindest jetzt dem Leichnam ein anständiges Begräbnis zuteil werden lassen, Ulinai. Wie recht ihr ja habt, aber gerade jetzt, wo hier alles in Schutt und Asche liegt und viele verwundet sind, kann ich keinen meiner Brüder oder Schwestern entbehren. Würdet ihr im Perein zu Borons Namen nach Hesperias Gebeinen suchen? Gut, ich werde ihre Gebeine bergen. Das ist sehr edel von euch. Der Mörder soll die Leiche in einer verlassenen Erzmine verscharrt haben. Ich werde euch die Mine auf eurer Karte einzeichnen. Kommt wieder, wenn ihr Hesperias Gebeine geborgen habt. Also ja, die Erzmine ist derselbe Ort wie da, wo das Labor ist. Also passt es ja, dass wir diese Quest angenommen haben. Mord an einer Geweihten. Vor 100 Jahren verschwand in Brenzhain eine Geweihte namens Hesperia. Die Geweihte Ulinai gab zu, dass Hesperia damals ermordet wurde und ihre Beine in einer Höhle verscharrt wurden. Der Mörder wurde nie zur Rechenschaft gezogen und bis heute gilt Hesperia offiziell als vermisst. Es wäre langsam an der Zeit, der ermordeten Geweihten Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Finde Hesperias Gebeine. Der Mann, der Hesperias Mord in Auftrag gegeben hat, war ein Wohltäter der Kirche. Die ganze Sache wurde damals des Geldes wegen totgeschwiegen. Die Gebeine der Unglücklichen wurden nie geborgen, aber laut Ulinai müssten sie in einer nahegelegenen Höhle verscharrt sein. So, was haben wir hier drin? Sand. Ein paar nette Sachen. Okay.
Also hier brennt der Baum. Da brennt der Prinz ein. Also der Tempel.